Wachszieher stellen Kerzen her. Dafür gibt es verschiedene Verfahren. Marion Erhardt schüttet gerade Paraffinpastillen in die Presse. Die gelernte Wachszieherin beherrscht die Maschinen. Sie kann sie einstellen und am Laufen halten. Ständig überwacht sie die Produktion. In dieser Presse entstehen unter großem Druck Altarkerzen für die Kirche. Wachszieher in der Fachrichtung Kerzenherstellung arbeiten häufig mit Maschinen. Ein Händchen für die Technik gehört also schon dazu. Ja, also man sollte schon ein bisschen Ahnung davon haben, aber man wächst so rein. Man kriegt es in der Lehre mit. Es gibt verschiedene Maschinen, wo man einstellen muss. Aber man lernt es mit der Zeit. Also am Anfang habe ich mir auch schwer getan. Das kommt dann schon. Wegen dieser Maschinen heißen Wachszieher übrigens Wachszieher. Über zwei große Trommeln dreht sich ein rund 200 Meter langer Endlosdocht. Am Boden steht eine Wanne mit flüssigem Wachs. Immer wieder wird der Docht durch das heiße Wachs gezogen. Schicht um Schicht entsteht so der Kerzenkörper um den Docht herum. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.ichmachs.com. Pro Zentimeter Durchmesser braucht die Zugmaschine etwa eine Stunde lang. Inzwischen bereitet Marion das Bienenwachs vor. Als Naturprodukt von unverkennbarer Farbe und mit angenehmem Duft ist Bienenwachs besonders teuer und wertvoll. Die Temperatur und die Dauer der Tauchvorgänge muss die Wachszieherin genau einhalten. Nur so erzielt Marion glatte und gleichmäßige Oberflächen, ohne Blasen und Schlieren. Mit rund 72 Grad Celsius ist das flüssige Wachs ganz schön heiß. Eine gewisse Schmerztoleranz gehört zum Handwerk. Ja, es spritzt schon ab und zu. Also ganz sauber bleibt man nicht. Es spritzt auch in die Hände, aber es ist nicht so heiß, dass man Blasen kriegt. Also man macht es ein bisschen weg. Wenn es kalt ist, kann man vergleichen wie Enthaarungswachs. Das zieht man ein bisschen ab und fertig. Jetzt wird noch der Fuß abgeschmolzen, damit die Kerze stehen kann. Durch das Tauchen bekommen die Paraffinrohlinge aus der Presse einen Bienenwachsanteil von 10%. Eine Kerze für besondere Anlässe. Nach rund 3 Stunden hat die Zugmaschine den eingestellten Kerzendurchmesser erreicht. Das Wachs ist noch warm und biegsam. Trotzdem müssen die Mitarbeiter den 200 Meter langen Strang mit viel Erfahrung abspulen und gerade biegen. Nichts darf reißen oder brechen. Jetzt kommt die Schneidemaschine zum Einsatz. Sie bringt die Rohlinge auf die richtige Länge und fräst gleichzeitig den Kopf ab. Aus diesem Durchgang der Zugmaschine entstehen rund 600 Kerzen. Ausbildungsstellen zum Wachszieher gibt es in großen Kerzenfabriken oder, so wie hier bei Albertshauser in Königsbrunn bei Augsburg, in kleineren Manufakturen. In dem Betrieb mit 15 Mitarbeitern sind Alleskönner gefragt, die überall mit anpacken. Wachsziehermeister Hans Albertshauser ist selbst Mitglied der Prüfungskommission. Für ihn gilt als Voraussetzung für eine Lehrstelle: Wichtig ist, dass man einen guten Hauptschulabschluss hat. Mittlere Reife oder Abitur ist nicht unbedingt erforderlich. Und gewisse Fingerfertigkeit soll da sein für einen Wachszieher. Weil er muss ja auch in der Ausbildung gewisse Teile der Wachsbildnerei mitnehmen. Und wenn er also 10 Daumen hat, bringt das nichts. Diese Fähigkeiten sind gefragt: handwerkliches Geschick, mathematische Kenntnisse, Gespür für Ästhetik. Neben der Kerzenherstellung gibt es eine zweite Fachrichtung in der Ausbildung zum Wachszieher: die Fachrichtung des Wachsbildners. Karin Zilse arbeitet an der Verzierung von Altarkerzen. Sie stanzt Goldfolie auf eine dünne Wachsschicht. Wachsbildner müssen sehr präzise arbeiten. Für die oft kleinteiligen Applikationen braucht es viel Geduld und Fingerspitzengefühl.
Durch so viel Handarbeit kann sich das kleine Unternehmen ganz nach den Wünschen des Kunden richten. Bei Albertshauser ist das zum Großteil die katholische Kirche. Für Feiertage wie Maria Lichtmess oder Ostern fertigen die Wachsbildner zum Beispiel solche Einzelstücke. Auch das Wachsgießen gehört zu den Techniken der Wachszieher. Dazu kommt der Rohling aus der Presse in diese Silikonform und die wird dann in einen Metallzylinder eingespannt. In den dampfbeheizten Behältern steht ständig flüssiges Wachs zur Verfügung. Welche Menge gebraucht wird, ist Erfahrungssache. Vorsichtig füllt Karin Zilse die Hohlräume in der Silikonform und lässt das Ganze ca. 20 Minuten lang abkühlen. Sobald das Wachs fest geworden ist, kann sie die Reliefkerze für den nächsten Arbeitsschritt herausholen. Nach dem Gießen bekommen die Motive noch einen farbigen Anstrich. Die Berufsschule für Farbe und Gestaltung in München. Hierher kommen alle Azubis der Wachszieher aus ganz Deutschland. In der Werkstatt unterrichtet Thomas Neger gerade Modellieren. Zwar muss niemand hier ein hochbegabter Künstler sein, doch Interesse und Lust an Werken und Gestalten helfen bei solchen Aufgaben. Die Azubis der Fachrichtung Kerzenherstellung formen Wappentiere. Die Wachsbildner modellieren Madonnen. Katharina Schneider und Sabrina Dinscher sind beide im dritten Lehrjahr. Sie bemühen sich um eine möglichst dreidimensionale Darstellung ihrer Vorlagen. Man muss halt die Höhen und die Tiefen muss man kennenlernen. Also man muss diesen Blick lernen, also es hinzubekommen, dass man sieht, wo jetzt auch zum Beispiel der Schatten und das Helle ist. Für den Beruf des Wachsziehers gibt es nur wenige Lehrstellen. In ganz Deutschland sind es pro Jahr maximal 30. Doch auch die Zahl der Bewerber hält sich in Grenzen, da der Beruf relativ unbekannt ist. Vor allem Frauen mögen die Kreativität ihrer Arbeit. Dass die Madonna richtig guckt. Auf jeden Fall die Motive zu entwerfen, die eigene Ideen hineinbringen, das macht viel, viel Spaß. Und dann halt auch, wenn man die eigenen Ideen dann kreiert hat und das dann ins Programm reinkommt und viele Kunden das bestellen, und dass man dann halt, ja, halt einen Massenverkauf dann kommen kann, das macht Spaß. Als Gesellenstück müssen die Auszubildenden zum Beispiel so eine Kerze anfertigen. Die aufwendigen Verzierungen mit Antikwachs und das Madonnenrelief fallen allerdings eher in die Fachrichtung der Wachsbildner. Doch in der Berufsschule müssen auch die Azubis der Fachrichtung Kerzenherstellung Schmucktechniken üben. Es braucht schon Geduld und Ausdauer, aber der Beruf ist so flexibel, dass jeder sich eine Nische suchen kann. Wenn man einfach merkt, dass jetzt die Feinstarbeiten nicht unbedingt sein Ding ist, dann kann man auch an der Maschine arbeiten und die Kerzen ziehen oder verpacken. Also es kann jeder seine Nische finden. Wichtig ist schon, dass man also durchhält, denn jede Ausbildung hat natürlich auch seine harten Tage. Die Ausbildungsinhalte. Wachsbearbeitung, Verfahren der Kerzenherstellung, Verzierung von Kerzen. Die Produktion des Unternehmens Kopschitz in Rottal-Münster funktioniert zum Großteil automatisch. Im Durchschnitt laufen hier 35.000 Kerzen in der Stunde vom Band. Die Hauptsaison liegt zwischen Juni und November, denn im Herbst und im Winter brennen mehr Kerzen als sonst. An den Maschinen arbeiten angelernte Kräfte und Techniker. Wachszieher werden für den Betrieb dieser modernen Produktionsstraßen weniger gebraucht. Das Unternehmen beliefert Floristikbetriebe, den Möbeleinzelhandel, Geschenkläden und Geschäfte für den Wohnbedarf. Roland Kagerl ist gelernter Wachszieher.
Gerade mischt er Pigmentfarben, um einen ganz bestimmten Farbton zu erzielen. Die einzelnen Anteile müssen genau stimmen, je nachdem, welche Menge er herstellen will. In dem großen Bottich rührt er rund 150 Kilo heißes Wachs an. Sorgfältig achtet er darauf, dass nichts spritzt und nichts daneben geht. Die negativen Seiten: Maschinenlärm, Umgang mit heißem Wachs. Farbe braucht auch Marina Stapfer. Sie absolviert das zweite Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Wachsbildnerin. Durch das Auftupfen mit dem Pinsel bekommt die Kerze eine raue Struktur, der erste Schritt der Oberflächenveredelung. Marina arbeitet in einem Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern. Seit 5 Generationen stellt der Familienbetrieb Kerzen her. Neben Seniorchef Hans Kopschitz kümmern sich auch beide Söhne um die Technik, das Kaufmännische und die Verwaltung. Sie kennen die Branche in- und auswendig und sehen für den Nachwuchs gute Zukunftschancen. Kerzen sind ja am Markt sehr, sehr gefragt. Ja. Auch der dekorative Bereich, zu Hause sein, schön gestalterisches Ambiente zu haben, das sind eigentlich die Wurzeln und die Arbeit auch für die Zukunft für Lehrlingen, um auch wieder neue Ideen für den Konsumenten zu gestalten. Karrieremöglichkeiten: Meister, Spezialisierung, Selbstständigkeit. Marina arbeitet an der Oberflächenveredelung weiter. Sie bereitet ein Rosenmotiv für mehrere Kerzen vor. Nach dem Auftragen der Farbe tupft sie mit einem saugkräftigen Tuch verschiedene Schattierungen auf die Blüte. Solche Arbeit macht ihr am meisten Spaß. Weil ich gern zeichnet und ich bastel gern. Und das ist eigentlich genauso mein Ding. Also, das gefällt mir. Noch mehr Informationen und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Das Einkommen der Wachszieher liegt im Vergleich zu anderen Handwerksberufen im oberen Bereich. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Da es aber nicht besonders viele Unternehmen zur Kerzenherstellung gibt, bilden die meisten nur nach Bedarf aus. Mit Klebewachs drückt Marina jetzt die Rose fest. Die Verzierung aus Wachs soll möglichst ohne Rückstände mit der Kerze abbrennen. Die Kunst und das Können der Wachszieher garantieren Qualität. Bei Kerzen heißt das, Docht und Durchmesser müssen genau aufeinander abgestimmt sein. So brennt die Kerze gleichmäßig herunter, ohne zu flackern oder zu rußen. In einem Versuchsraum wird das getestet. Hier zeigt sich auch der Zauber des Handwerks. Wachszieher sorgen für gemütliche Stimmung und Romantik.